Hallo, mein Lieben, ich bin im Stehen hier gerade. Wollte ich unbedingt mal mein Paket zeigen von meiner lieben, süßen, schnuckeligen Nane, Nadine Bornemann. Ja, wer meine Videos kennt, kennt auch meine Nane. Und ich wollte euch auch sagen, dass sie eine Gruppe hat. Zweikana Sammelbestellung ist großartig, ganz tolle Gruppe. Dann musst du unbedingt mal vorbeischauen. Ich werde euch, wenn ihr Interesse dran habt, den Link in der Infobox verlinken. Ja, da gibt es viel für Scrapbooker und Stempelkissen, Clear Stamps, Papier und hast du nicht gesehen. Glitzer, keine Ahnung, alles, was das Herz begehrt. Und was sie nicht besorgen können, versuchen die zu besorgen. Also, ne, man kann auch Wünsche da äußern, was man gerne bestellen möchte und so. Und die versucht immer, die günstigsten und besten Preise rauszufinden. Und das ist echt klasse da. Nur, wir stehen nicht auf Nichtbezahler. Also, wenn man da bestellt und dann soll man auch bezahlen, ne? Gut, ich habe noch ein anderes Video gemacht. Da zeige ich nochmal ihre Gruppe. Aber das kommt später. Jetzt sind wir ja hier bei meinem Advents Pocket Letter, sollte das sein. Ne? Na, ne. Advents Pocket Letter. Guckt euch das mal an. Ich kann gar nicht mich hinsetzen, weil denn das passt gar nicht hier. So viel Platz habe ich gar nicht. So ein riesen Paket ist das. Wahnsinn. Was hast du gemacht? Ich freue mich natürlich riesig, aber das hätte doch wirklich nicht sein müssen. Gut, meine Lieben, ich wollte euch nur mal. Warte, ich mache mal eben einmal auf. Könnt ihr mal reingucken? Warte mal. Wie klemme ich denn? So. Klemme ich mein Handy-Ding da. Das habe ich bestellt. Hier, das war so ein Teller. Sie hat auch noch eine Perlengruppe. Die möchte sie aber jetzt leider zumachen, weil ja einfach zu wenig da kaufen oder. Ja, oder zu unbekannt oder so. Die heißt Zwekana Perlencharms und schieß mich tot. Aber die kann ich euch auch verlinken, wenn ihr Interesse. Ich verlinke euch einfach alles unten in der Infobox und dann könnt ihr mal gucken. Weil da kriegt ihr auch so einen Teller, kriegen für 2, 3 Euro. Und da sind so, so tolle Sachen drin. Wahnsinn. Da habe ich selber noch nicht reingeguckt. Weil ich bin dieses Jahr sehr, sehr spät dran. Und deswegen kommt auch erst heute dieses Video. Und ihr Pocket Letter, also und Pocket Letter hier. Das ist der Pocket Letter. Der auch wunderschön ist. Den packen wir aber gleich zusammen aus. Ich packe das jetzt erstmal aus, alles. Pack mir das auf den Tisch zurecht. Und dann melde ich mich gleich bei euch wieder. Was soll ich hier noch sagen? Das ist Wahnsinn, oder? Also, ich habe hier zwar auch extra Geschenke eingepackt und so, aber nicht so viele. Also, ein bisschen komme ich mir ein bisschen komisch vor, aber ich freue mich trotzdem. Ja, ich freue mich riesig auf jeden Fall. Der Wahnsinn, Leute, oder? Und voll süß, der Pocket Letter. Ja, den schauen wir uns gleich nochmal in Ruhe an. Ich melde mich gleich wieder. Ich muss jetzt erstmal versuchen, das hier alles zu platzieren, dass man das auch schön sehen kann. Also, ich weiß genauso viel wie ihr, nämlich gar nichts, was da so drin ist. Weil ich wollte das nicht aufmachen, bevor sie ihren auch nicht hat. Da ich ja einen Tag zu spät dran war. Also sie hat den heute erst bekommen, meiner war gestern schon da. Und da habe ich gesagt, nein, es tut mir wirklich sehr, sehr leid vom Herzen, Nane. Aber das kann ich nicht. Ich wollte den mit ihr dann zusammen öffnen, ne? So bin ich halt. Das geht nicht bei mir. Ich möchte das nicht. Gut, und heute darf ich zwei Türen aufmachen. Und das machen wir dann gleich zusammen. Sehen wir uns gleich wieder. Brrr. Ja, da ist er, ne? Mein Pocket Letter. Adventskalender. Hätte es mir ja wenigstens sagen können, dass. Also, nein, ich fühle mich echt scheiße. Weil, das ist echt der Wahnsinn. Du bist verrückt. Nein, ich fühle mich nicht scheiße, aber. Also, ich saß davor erstmal 10 Minuten, hab nichts gesagt. Nichts mehr, wo ich das gesehen habe. Ich habe sowas ja noch nie mit. Also, so ein. Du hast mir gesagt, Pocket Letter Tausch, ne? Und, jo, habe ich auch gebastelt und in jede Tasche was reingetan. Und 24. habe ich dir auch ganz viel reingetan.
Aber sowas Schönes hier wie du, sowas habe ich gar nicht. So mit Zahlen drauf. Der ist so wunderschön. Und die hängen alle an einem Strang. Also ich suche gleich mal die 1 und die 2 raus und dann hänge ich mir den hin, weil dafür hat sie den wohl gebastelt. Und ab morgen, sag ich mal, oder ja, wenn ich das nächste Mal zum Film komme, dann, ja, nee. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Auf jeden Fall wollte ich euch das mal zeigen. Also ich habe auch einen Pocket Letter Tausch gemacht, Advents Riesen Paket Wahnsinn. Ich weiß, ja, wie ihr merkt, fehlen mir die Worte. Vielen lieben Dank, Nane. Ich bin echt immer noch sprachlos. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ey. Lass mal nächstes Jahr nochmal tauschen und dann, ey, dann weiß ich, was abgeht. Tut mir leid, ich habe das wirklich noch nie vorher gemacht. Und ich sehe das auch jetzt bei den anderen, wie das läuft und so. Ich habe bis jetzt ein, zwei Tauschpakete gemacht und zwei Pocket Letter und ein paar Goodie Bags. Aber dass man so was macht, das wusste ich nicht. Oder du hast mich so doll lieb. Das kann auch sein, natürlich. Na? Ja, ich hab dich auch lieb, meine Nane. Ja, Mensch, bevor ich hier noch sentimental werde, echt, guckt euch das an, ich bin echt sprach. Und, also, dann war noch so ein Didelblatt dabei, ne? Aber den Text zeige ich euch nicht. Liebe Grüße, Nadine, den Text braucht ihr nicht sehen. Mit einer Didelmaus, der ist nämlich für mich. Ja, genau. Und dann, das soll ich erst am 24. hat sie nochmal, das war so mega schwer. Der Postbote, der ist die Treppen hoch. Ich sag, oh, was haben sie da denn? Ne? Ich hab doch gar nichts bestellt. Ja, und dann, das soll ich am 24. aufmachen. Oh, wie geil. Ich freue mich so mega darüber. Der Wahnsinn, sag ich euch. Ja, gut. Ich mache nochmal eine ganz kurze Pause. Guck mal, wie süß. Ich bin voll fertig, ey. Der Pocket Letter passt auch noch zu den Papieren hier. Das ist halt so, Nanes Stil, ne? Den liebe ich auch. Ich bin ganz anders. Ich baller überall Steine drauf und ich bin mehr so, ja, so verträumt oder ich weiß, oder kindlich oder naiv oder weiß ich auch nicht. So, ja. Keine Ahnung. Aber für Nana habe ich versucht, für dich habe ich versucht, naja, erwachsen zu sein. Oder, also, wie soll ich sagen? So, das, ja, ich finde, die Pocket Letter, die ich dir gemacht habe, sind auch toll geworden. Aber das hier ist halt dein Stil und den finde ich auch mega toll. Ach so. Hier ist dieses rote Band, das finde ich auch schön. Voll toll. Mit Glocken dran. Du hast von mir auch eine Glocke bekommen. Das seht ihr aber dann in den anderen Video, was ich gemacht habe. Ich liebe das, ne? Das ist so toll. Habe ich auch gemacht. Kann ich schon mal sagen. Ja, da ist, weiß ich nicht, ob da 1, 2, ja, da sind, das ist hier schön nummeriert von ihr, ne? Mit, ja. Ausgestanzt und Holzteile mit Liebe verziert. Hier hat sie noch was angemalt. So ein Weihnachtstroll, sag ich jetzt mal. Auch nochmal Glocken drin und Holzteile. Ich halte eben so. Ich, wenn euch schwindelig wird, tut mir leid. Es geht im Moment nicht anders. Ah, da haben wir nochmal so. Die 10. Also das hat sich so viel. Da hat es auch nochmal angemalt. Die sind süß, ne? Hast du die gestempelt? Ja, bestimmt. Finde ich voll niedlich, diese Weihnachtstrolle. 13. 14. 15. 16. Wenn ich jetzt zu wenig sage zu den. Bildern, weil ich gucke mir die selber an und ja, was soll man dazu sagen? Man sieht es ja, ne? Das ist einfach wunderschön.
Das wird mich immer erinnern, wenn ich eine alte Oma bin, dann nehme ich dir mit ins Altersheim. Aber das wird mich immer an dich erinnern. Richtig, richtig schön. So, vielen Dank dafür, meine Liebe. Ich bin echt glücklich und echt. Das ist ganz, ganz toll, hast du das gemacht für mich. Und ich bin mega, mega glücklich darüber. Jetzt muss ich nochmal kurz Pause machen, weil jetzt muss ich die 1 und die 2 raussuchen aus diesem riesen Bulken hier. Ja, was muss ich jetzt mal eben? Okay, bis gleich, Leute. Nee, verkehrt. Das müsst ihr unbedingt mit angucken, weil die 2 hat sie irgendwo versteckt. Irgendwo. Die 1 habe ich schon gefunden. Jetzt kram ich mich hier durch den Bulken und ich finde die 2 nicht. Ich bin jetzt bei 20, da ist die 6 oder 9, weiß ich nicht. Ich finde die. Da ist sie. Jetzt habe ich sie. Oha. Und mit diesen Klammern überall, die hebe ich alle auf. Das ist so geil. Ey, sowas habe ich noch nie bekommen, Nane. Puh, jetzt bin ich aber froh. Ich habe sie gefunden. Und ich wollte euch mal im Stiller hin. Also, so. So. So könnt ihr alles schön sehen. Und ich auch. Ich bin echt sprachlos. Okay, darf ich denn hier die Klammer. Oh, toll. Okay, da haben wir Nummer 1. Ich will mal fühlen. Okay, dafür. Diese Holzteile hebe ich natürlich auch und die Tüten auch. Ich hebe alles auf. Wie man halt eben so ist als Bastler, ne? Gut, jetzt schauen wir mal, was da drin ist. Ja, fürs Knistern kann ich jetzt nichts. Das muss zu Weihnachten muss das dabei sein. Also zum Advent. Das muss dabei sein. Auf jeden Fall. Oh, Schokolade, was fürs Herz und ein Washi-Tape. Also, ich muss mal eben an die Seite gucken. Oh, cool. Oh, da ist aber jede Menge drauf. Seht ihr das? Ja, ne? Ich muss mal eben so machen. Pio. Voll cool. Schön. Oh, was steht da? FQO. Ha, so ein. Das ist, glaube ich, teuer, ey. So viel Geld würde ich da niemals für ausgeben, aber na, ne, schon. Ist halt so, die ist, ja, legt Wert auf gute Sachen, ne? Eben. Ist halt so. Ist da was drin? Das ist so schwer. Hoffentlich ist da Erdbeer drin oder so. Oder Nougat. Vielen Dank, Schatzi. Dankeschön, mein Liebe. Ich freue mich. Dü-dü-dü. Dankeschön. Warte, die Tüte muss man eben so vorsichtig an der Seite. Ja. So, mit so viel Liebe das gemacht, das muss man ja da. Warte. So. Diese Klammern ist toll, oder? Ich finde das so schön. Ich hatte sowas wirklich noch nie. Das ist die 2. Ich bin ja nicht neugierig. Nein, überhaupt nicht. Achso, in meinem anderen Video, wo ich nochmal Nanes Gruppe vorstelle, da habe ich die Geschenke natürlich nicht gezeigt, ne? Nur den Pocket Letter und ja. Und ihre Gruppe halt. Ui, Schoki. Das will ich gleich mal probieren. Ich habe noch gar keine. Ah ja, ich bin dieses Jahr echt spät dran. Dankeschön, meine Liebe. Da freue ich mich. Vielleicht gebe ich auch ab, ne? Ich kann ja alleine essen, macht dick. Ich will ja nicht alles alleine essen. Voll süß. Du hast ja so viel Mühe gegeben. Vielen Dank, mein Liebe. Also ich kann auch jetzt schon sagen, ich mache nicht jeden Tag ein Video. Das schaffe ich gar nicht. Dafür habe ich viel zu viel andere Sachen zu tun. Wie ich das jetzt machen will, weiß ich auch noch nicht. Das erzähle ich euch im nächsten, also nächsten Video von meinem. Ich überlege mir was. Habe ich noch nicht. Hatte keine Zeit heute zum Überlegen. Okay? Ich melde mich wieder bei euch und dann zeige ich euch, was da noch so Schönes drin ist. Okay, danke schön, Nane, meine Liebe. Mua, vielen Dank. Tschüss. Also, ihr seht gleich noch ein Video, aber das erzähle ich euch gleich. Bye bye. Dankeschön, Dame. Vielen Dank. Tschüss. Freue mich.
Also eigentlich müsste ich nur noch 3 Sekunden, dann habe ich 15 Minuten voll. Jetzt. Tschüss.